Hüter der Gesetze, aber auch Freund und Helfer. Das sind sie normalerweise, doch heute dürfen auch sie so richtig feiern und ordentlich auf den Putz hauen. Die Wiener Polizisten beim alljährlichen Polizeiball. Sie kennen ja alle Bälle in Wien in- und auswendig. Wieso gefällt Ihnen der Polizeiball ganz besonders? Ja, weil er bei mir im Haus stattfindet. Weil ich freue mich da wirklich. Das ist eine, die Bundespolizei ist eine Bundeseinrichtung. Aber dass sie, um ihr Fest zu feiern, ihr großes jährliches Fest, zu mir ins Rathaus kommen, freut mich. Auf der Suche nach der perfekten Ausrede, wenn man zu schnell fährt und währenddessen vielleicht auch noch telefoniert hat. Was kann man sagen, um davon zu kommen? Also ein kleiner Tipp. An Ihrer Stelle würde ich sagen, wenn Sie wirklich zu schnell gefahren sind, da ist mir was passiert, Herr Inspektor, sind Sie mir nicht böse. Ich denke mal, man könnte sagen, man hat irgendeinen ganz schrecklichen Notfall und muss unbedingt sofort irgendwo hin oder mit den Augen zwinkern. Naja, ich wäre ja an und für sich so, dass ich sofort geständig wäre. Sind Sie wirklich so ehrlich? Naja, ich bin 25 Jahre verheiratet und weiß, dass Leute... Das heißt noch nicht. Sie wissen es. Die Frauen kommen immer drauf, gell? Ja, das lernt man in dieser Zeit und daher ist ein gutes Geständnis oft besser als irgendeine Ausrede. Was muss ich sagen, damit ich nichts zahlen muss? Du musst einmal sehr lieb sein und einsichtig. Das bin ich immer. Aber was muss ich sagen? Dann haben wir schon viel gewonnen. Sag einfach, spiel einfach drauf an. Es gibt einen Paragraph 21 Absatz 2. Den merke ich mir gleich. Und ihr auch. Paragraph 21 Absatz 2. Verwaltungsstrafgesetz. Und das ist absehend von der Strafe. Geschwindigkeit geschaut. Ich glaub's einfach nicht. Es tut mir echt leid, dass das passiert ist. Ich bitte, lassen Sie es noch einmal durchgehen. Bitte. Das mache ich nicht. Wenn man was anstellt, muss man auch noch zahlen. Aber gerade als Frau hat man es ja ein bisschen einfacher. Gerade mit Ausreden. Es ist mir zu blöd eigentlich. Echt? Also es sind schon manchmal ein paar Kollegen, die auch darauf anlegen, eine Frau zu sekieren. Und dann sage ich lieber, okay, geben Sie mir das, ich zahle das. Give to you love is more just a game for you. Und jetzt, nachdem du mir das erzählt hast und tausend anderen Zusehern, wirst du dann noch Polizist? Ja, ich habe mir auch gerade gedacht. Also bitte, Herr Oberst, schönen Gruß an Sie und Ihre Frau. Herr Mara, vergessen Sie das einfach. Natürlich auch, ja.